Ja, hallo Leute. Herzlich willkommen zurück. Und wir bleiben bei unserem Plan. Wir werden mal diesen mysteriösen Elfenruinen auf den Grund gehen. Und von dem, was wir da schon gesehen haben, irgendwie so eine Art Portal, da gab es ja in der Nähe... Was ist denn da vorne los? Okay. Oh ja, die brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Da gab es in der Nähe noch irgendwas anderes, ja. Diese Fragezeichen auf der Karte, die wir da drauf haben, die entstehen meistens, wenn Geralt halt durch die Stadt Beauclair oder durch Dörfe läuft. Und die Leute, dann schnappt er dann manchmal auf. Ja, da hinten. Ach, hier gibt es Ruinen des Thermespalasts. Gibt es hier auch noch eine Wegmarke. Okay, weil da gehen wir jetzt auf jeden Fall mal zuerst hin. Ich kann es da nochmal kurz zeigen. Also hier haben wir ja so einen Portaleingang gefunden. Und ganz in der Nähe gibt es noch ein anderes Fragezeichen. Und da möchte ich erstmal auf den Grund gehen, was das für eins ist. Weil ich denke mal, das ist miteinander verbunden. Okay, jetzt können wir uns erstmal hier durch diese Elfenruinen lotsen. Man sieht, das sind auf jeden Fall Ruinen. Hier geht's sogar... Okay. Schauen wir einfach mal. Hier gibt's auch noch einen Eingang? Hä? Ah ne, ist ein Ort der Macht. Und ein paar Schatzkisten, die nehmen wir mal mit. Alles Elfenzeug hier. War schon mitgenommen. Ritterscheuklappen. Ja, was ist denn das jetzt hier wieder, ey? Ritterscheuklappen. Das müsste jetzt, wo ist das Zeug für Plötze? Ich will mal gucken, wie das... Panikstufe. Serikanische... Okay. Hat die gleiche Panikstufe. Das ist, ich weiß nicht, ob ich jetzt plötzlich hier hochtrappen kann, aber... Die Ritterscheuklappen werden wir dann schon... Ein Ort der Macht. Ich sollte Kraft daraus ziehen. Dann müssen wir aber hier runter. Komm her. Spring einfach mal raus. Oh, scheiße. Gut, dann geht es nicht. Dann kann ich dich einfach mal den direkten Weg damit runterspringen machen. Dann müssen wir hier außen rumlaufen. Mensch, da bin ich ja auch geil stecken geblieben, ey. Aber hier führt ja ein Weg. Der Bena. Das Medaillon vibriert. Das muss ein Ort der Macht sein. Und ein Hornblatt. Okay. Reine Silber- und Dunkeleisenbahn. Hier muss man noch irgendwas kaputt machen. Und noch eine Schatzkiste. Gut, dann gibt es wohl hier doch nicht ein zweites Portal. Das war der Ort der Macht, der so vibriert hat. Aber wir schauen uns jetzt einfach mal hier weiter um. Gucken, ob ich plötzlich hier zu mir rufen kann. Zeig mir mal deine neuen Ritterscheuklappen. Okay. Ich habe aber auch gesehen, dass ich noch andere Scheuklappen habe. Könnte ich ja nochmal testen. Nämlich die Scheuklappen der 5 Tugenden. Ich habe keine Ahnung, ob ich die beim Turnier vielleicht bekommen habe. Boah, nee. Nee, nicht so ein goldenes Ding. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Das ist wie auch in echt auch. Also, wenn ich eine Halskette tragen würde, ich trage ja eigentlich jetzt keine. Früher habe ich eine getragen. Da ist mir sowas wie Silber oder sagen wir auch Platin, was ja so ähnlich aussieht, ist mir da viel lieber als Gold. Ich finde, das sieht einfach besser aus, finde ich.
Genau, da bin ich ja genau richtig dumm runtergefallen, ey. Okay, aber wir können auch so hier hochkommen. Oh, fuck! Mann, hier ist ja echt alles kaputt, ey. Jo, komm, zieh dich hoch. Gut. Ja, warte mal, jetzt will ich schon mal wissen, was da oben ist, ey. Ich muss nur mal jetzt springen. Einfach nur springen. Genau, hier sind wir ja runtergefallen. Da drüben waren wir. Das ist immer noch der Ort der Macht, den wir da hören. Tja, dann ist hier eigentlich nichts. Auch dieses Skelett hat irgendwie nichts. Nur mal einen Blick auf die Karte werfen. Das war jetzt einfach nur ein Ort der Macht. Und der eine Eingang hat einfach nur zu einem Ort der Macht geführt. Und hier unten war dann dieses Portal. Aber nicht nur ein Portal, sondern es lag da auch noch irgendwas hier rum, ey. Okay, das war auf der anderen Seite. Und zwar hier. Ein lila Rubin und Georg Herberts Brief. Liebe Hadewiga, du hattest ja so recht, mir von dieser Reise abzuraten. Wie ist der Dekan der Archäologie nur darauf verfallen, die Führung dieser Viertelelfen anzuvertrauen? Wer hat den lila Rubin von Aed Ginvael gefunden, sie oder ich? Du musst wissen, dass der Hexer endlich zurückgekehrt ist. Der Rubin hat die Barriere entfernt, was ich von Anfang an gesagt hatte. Und so konnte er das Innere erkunden. Stell dir vor, der Hexer hätte diese Duchamp beinahe beschwatzt, in die Stadt zurückzukehren und zusätzliche Wachen anzuheuern. Wir wissen nicht, welche Gefahren uns blühen. Da weiß jemand, wie man sein Zeitkonto fleißig aufbessert. Duchamp fand die Idee gut, weil er ihr das Märchen vom verfluchten Grab wieder einfiel. Ich dagegen überzeugte die Gesellschaft, sich nicht von Märchen leiten zu lassen. Ich machte geltend, dass wir es eilig hatten, sollte uns vielleicht jemand zuvorkommen und sich am Elfenschatz vergreifen. Du weißt ja, meiner Interpretation nach aller Kostbares nur eines bedeuten kann, den verlorenen Schatz König Divitas. Was? König Divitas? Bald ist er unser. Blutflecken. Späteres Addendum, teilweise blutbefleckt. Der Hexer hatte recht. Wir hätten niemals hineingehen sollen. Der Ort ist verflucht. Ich wäre fast nicht entkommen, doch ich konnte rauskriechen und den Rubin mitnehmen. Das Portal hat sich geschlossen. Ich bin gerettet. Doch die anderen? Das hört sich so an, dass wir hier auf den Spuren von einem Hexer sind. Ich könnte mal jetzt mal raten, dass es wieder was mit Großmeisterrüstung zu tun hätte. Ich hoffe es mal nicht unbedingt. Hä? Ist ja interessant, jetzt ist dieses Portal einfach aufgelöst, oder was? Etwas mehr Licht wäre nützlich. Ich hab, glaube ich, Reliktöl drauf. Gegen Geister und es hilft auch gegen die. Hä? Na gut, aber... Jetzt möchte ich gerne mal wissen, was ist, wenn das Portal jetzt immer noch da wäre. Kann man nicht durchgehen. Das ist ja gar kein Portal, das ist wie eine Tür. Die halt, wenn der Rubin fehlt, verschlossen ist. Und Geralt wollte ein bisschen mehr Licht haben. Die Leichen. Offenbar haben die Leute versucht, den Ausgang zu erreichen. Okay. Die Leichen. Offenbar haben die Leute versucht, den Ausgang zu erreichen. Gut, den brauchen wir jetzt nicht mehr anschauen. Schlüssel. Den muss ich, glaube ich, auch nicht. Der ist ja irgendwie jetzt auch gelb. Ah,
Ich müsste manchmal auf, auch einen Blick werfen auf unsere kleine Mini-Karte. Wow, das kann man wohl dunkel nennen, oder? Zeig mir, was du zu bieten hast. Der ist direkt in die Falle gehüpft, ey. Zu geil. Manchmal können die ja richtig knackig sein. Aber nicht, wenn man jetzt weiß, wie das Irden die so festhält und dann kann man die auf den ungeschützten Unterbauch. Fünfte Essenz. Okay, da denke ich mal, wird es weitergehen. Hier haben wir den platt gemacht. Hier gibt es noch irgendwelche Pilze, aber ich habe von Pilzen ja echt genug jetzt. Okay, hier gibt es noch einen weiteren Weg. Wow! Oh, wow! Wie viel gibt's denn hier von denen, Ey, hol dein Silberschwert raus, Mann. Oh. Also das Redriktöl macht gute Dienste. 50% mehr Schaden. Kann man nicht unbedingt meckern. Boah, hier gibt's ja alles Mögliche, ey. Das waren ja voll viele. Einfach alles aufheben. So, hier gibt es aber auch noch irgendwie einen kleinen Nebenraum, denke ich mal. Was ist mit dem? Der hat nichts. Aber hier gibt es irgendwas. Ein Hexer. Er hat die Decke über seinen Gegnern einstürzen lassen. Ihn hat sie auch erwischt. Wow, das ist ja die, das Wolfsrüstung. Das könnte ich natürlich auch mal wieder tragen, ey. Kann ich die ganze Rüstung finden vom Wolf-Set. Okay. Dann war die Vermutung ja richtig, dass wir es hier mit einem Großmeister-Rüstungsset zu tun haben. Schauen wir mal, was es hier sonst noch so gibt. Da ist noch irgendwas hier vorne. Der Beutel sieht aus, als gehöre er einem Hexer. So, nochmal zurück. Weil hier gibt es ja eigentlich noch das mit dem Erkunden. Was ist das hier eigentlich auf dem Boden? Ah, okay. Hier ist noch ein anderer Brief. Ich, Avignon, schreibe dir, Elfenbruder, aus einer anderen Zeit diese Nachricht, damit die Erinnerung an unser trauriges Schicksal niemals verblasst. Nach zahlreichen erfolglosen Versuchen haben es die betrügerischen Dwarven endlich geschafft, König Divitav zu erreichen und mit Stahl zu spicken. Die Heilträger der Hofmediziner halfen nicht und König Divitav starb noch vor Ende der Nacht. In diesem Moment erreichte unsere Moral nach langer Talfahrt während der wochenlangen Belagerung den endgültigen Tiefpunkt. Doch durften wir den Leichnam unseres Oberhaupts in die Hände der Dwarven fallen lassen, damit sie seinen Kopf auf einen Pfahl spießen? Der Magier Bar-Hiron musste nicht lange grübeln. Der Ort des Königs ist die Familienkrypta in Kitohak. Ich gehörte zu den Freiwilligen, welche seine Überreste vom Palast in die Katakomben trugen. Doch irgendwie erfuhren die Dwarven von der Sache und überfielen uns im Tempel. Nach kurzem Kampf trafen wir eine gemeinsame Entscheidung. Bar-Hiron und wird gehen und den Eingang der Krypta hinter sich verziegeln. Wir bleiben zurück und betten den König in seine Grabstatt. Der Magier zögerte, doch er wusste, dass der Palast ohne seine Hilfe fallen würde. Er ging und schwor, bald zurückzukehren, sobald unsere Truppen mit der Hilfe von General Sahim Polin die Dwarven zurückgeschlagen haben würden. Seine Armee wurde täglich erwartet. Übriger Brief unleserlich.
Also haben wir hier die letzte Ruhestätte des Elfenkönigs, oder? Das ist ja schon interessant, ja. Ja, ich bin jetzt nochmal zurückgegangen. Weil hier gibt es ja eigentlich noch... Ja, wenn ich die Schemata aufhebe, ist es hier einfach zu Ende. Das Rote da, das hole ich jetzt erstmal nicht. König Divitar Vierrot, unser Vater, er starb, damit andere leben können. Das ist natürlich ein sehr nobler Tod. Ja, ja, noch nicht so komische Bewegungen. Gucken, was wir hier noch finden können. Zutaten sammeln. Nee, ich denke, das war's dann auch hier. Relativ kurze Geschichte. Obwohl, hier geht's ja eigentlich auch nochmal weiter. Ich speichere einfach ab. Was ist das denn jetzt hier? Alter Elfenschlüssel. Hier gibt's nochmal einen Raum. Und da geht's einfach raus. Die Leichen. Offenbar haben die Leute versucht, den Ausgang zu erreichen. Ach, das ist ja einfach nur, wo wir vorhin waren, ja. Ich habe nur nicht das ganze Zeug aufgesammelt. Tja, dann kann ich jetzt auch diesen Brief hier aufnehmen und dann habe ich alle von der Wolfrüstung. Der Beutel sieht aus, als gehöre er einem Hexer. Adona von Careas Tagebuch. Ich sollte wohl nicht überrascht sein, dass Meister Tian Sa'il so einen stolzen Preis für eine Großmeisterrüstung verlangt. Als Handwerksmeister sucht er wirklich seinesgleichen. Ich habe versucht, dem weisen alten Wesemir zu sagen, dass das, was er mir gab, kaum auch noch für ein Silberschwert reichen würde. Von Kaer Morhen aus bin ich um die halbe Welt gereist und wofür? Puh, ich muss mich nach Arbeit umsehen. Später hinzugefügt. Heute hat Tian Sa'il mich dem Anführer eines Erz unleserlicher Abschnitt, doch zum Schluss konnten wir uns einigen. Ich habe die Gegend untersucht und alles scheint ruhig, abgesehen davon, dass mein Medaillon an einigen Stellen bei den Ruinen vibriert hat. Darum habe ich ihnen gesagt, sie sollen das Lager weiter entfernt vom Haupteingang aufschlagen. Weiß der Henker, was da drinnen herumkriecht? Es wurde auch ein Fluch erwähnt. Vermutlich ist mit Erscheinungen oder Bargästen zu rechnen. Verdammt, ich hätte mehr verlangen sollen. Morgen beginnen wir mit der Erkundung. Tja. Das hat dann ein Ende gefunden. So schnell haben wir hier eine Rüstung gefunden. Und jetzt weiß ich, was hier ist. Okay, Leute, wir sind unweit der Elfenruinen, wo wir eben waren. Und habe ich mir überlegt, ich gucke mir jetzt mal an, was hier in der Mitte von diesem See ist. Ja, und von da aus können wir dann hier rüber und uns mal dieses Anschlagbrett anschauen. Und da setze ich auch gerade einen Marker hin. Können wir vielleicht mit dem Boot rüberreisen. Hier waren ja die Elfenruinen, dann gucke ich mir das jetzt einfach mal an. Man kann ja sehen, da ist irgendwie eine ziemlich große Burg, ja. Oh je. Yeah. Vielleicht ist das wieder so ein Banditending. Ah, wir werden es ja gleich sehen. Auf jeden Fall ist da auf der anderen Seite dann wieder so ein Dorf, wo wir bisher noch gar nicht waren. Langsam, langsam. Was ist denn hier los? Aha. Das ist ja interessant. Plötzlich will hier nicht rübergehen. Das ist aber wirklich ist komisch. Aber wir sind ja auch gut zu Fuß, gell? Gefängnis von Toussaint. Ach. Ja, okay, wer sich alle Enten von mir angeguckt hat, der weiß ja, dass wir diesen Ort eigentlich schon mal irgendwo gesehen haben. Aber die lassen mich wahrscheinlich hier nicht einfach so rein, oder? Aus dem Weg! Jo, da unten nehmen wir das Schiff und reisen einfach rüber. Da drüben gibt es auf jeden Fall ein Anschlagbrett. Und das schaue ich mir jetzt einfach an. Weil da gibt es ja noch was anderes. Meister was wir Liam und Maid Mathilda werden ihren Kindern was zu erzählen haben. Liam und Mathilda. Okay. Ich leih mir mal euer Boot.
Ist ja nicht viel. Wir müssen nur einmal um dieses Gefängnis rum. Oh, jetzt, Mann, da habe ich mich gefragt, was ist da, was ist da? Ja, wir waren ja schon mal da. Aber hier vorne gibt es noch irgendwas an der Ecke. Ach, das ist ein versteckter Schatz. Kein Problem damit, muss ich nur aufgabeln. Wieso kann ich das Spiel nicht speichern? Und wo ist dieser Schatz? Tagebuch eines professionellen Ausbrechers. Ein Teil des Tagebuchs ist blutverklebt. 22. Tag des Monats Birke. Das Schlimmste an meiner Arbeit ist nicht, dass ich durch Jauregruben krieche, aus großen Höhen springen, in Kanäle tauchen, mich fesseln und peitschen und verbrennen und foltern und mir die Fingernägel rausreißen lassen muss. Nein. Am schlimmsten ist es, dass ich das alles dokumentieren und dann die Notizen vor den Wächtern verstecken muss. Jeder Ausbruch muss in allen Einzelheiten beschrieben werden. Andersfalls bekomme ich kein Geld von meinen Auftraggebern. Die Arbeit eines professionellen Ausbrechers ist wahrlich kein Zuckerschlecken. Lol. 3 Tage später. Diesmal habe ich einen Auftrag, obwohl es der gleiche Monat? Ja. Yeah. Diesmal habe ich einen Auftrag in Toussaint erhalten. Das dürfte eine Kleinigkeit sein. Die Wächter sind fett und faul, die Wände uneben. Unleserlicher Abschnitt. Mir ist heute vielleicht das Fell gegerbt worden. Diese Wächter mögen fett und träge sein, aber peitschen können sie. Verdammt, ich glaube, ich werde zu alt für sowas. Diesen Auftrag mache ich noch, dann wird es Zeit für einen Berufswechsel. 3 Tage später. Ha, was habe ich für ein Schweineglück. Mein Mitinsasse, den sie unschuldig eingelocht haben, hat mir von einem Elfenschatz erzählt, der irgendwo südlich des Gefängnisses unter Wasser wartet. Ich nehme an, der Mann hat gemerkt, dass ich einen Ausbruch plane. Ich soll das Schlitzohr mitnehmen, dann kriege ich den Schlüssel. Vielleicht kann ich mich bald zur Ruhe setzen. Unleserlich. 1. Tag, 1. Monat, also 3 Tage später. Ich habe die Grabung abgeschlossen, um dann zu merken, dass ich mich verrechnet habe und mitten im See rauskomme. Mein Kollege konnte nicht schwimmen und nun lernt er es auch nicht mehr, denn er schläft den ewigen Schlaf und träumt von Fischen. Leider habe ich es nicht geschafft, den Schlüssel zum Elfenschatz an mich zu nehmen. Ich musste meine gesamte Stärke aufbieten, um es überhaupt zurück in die Zelle zu schaffen, in der bereits ein paar Wächter auf mich warteten. Sie haben mir ein paar Rippen gebrochen und Zähne ausgeschlagen, aber ich werde mich davon erholen. 10 Tage später. Die Dinge stehen gut. Ich bin in eine andere Zelle verlegt worden. Die Gitterstäbe an den Fenstern stammen aus Zeiten, in denen Toussaint noch von Elfen regiert wurde. Also werde ich diese rostigen Dinge heute Abend lösen und dann ab in den See. Der Sturz wird sehr tief, ja, aber deswegen mache ich mir keine Sorgen. Dann kehre ich zu meinem Auftraggeber zurück und überprüfe die Geschichte über den Schatz. Wenn alles gut geht, bin ich bald kein professioneller Ausbrecher mehr. Ein Schlüssel bei einem überfluteten Tunnel. Das ist der Gefängnistunnel, den die gegraben haben, oder was? Oh, jetzt können wir bis zu dann seine Zelle zurückschwimmen. Und das müssen wir ja eigentlich nicht, oder? Aber das sollte, egal wie lange wir das jetzt machen, nämlich lieber wieder Schwertwahl. Nee, ich möchte es direkt verbrauchen. Weil ich das viel zu selten nutze. Ey, hier sind ja einige Leute. Okay. Ist nicht so leicht zu navigieren. Boah, was für Schätze hier unten lagern. Meisterlich verzierter Schlüssel. Komm, ich krabbel die mal ein bisschen rum, ey. Und wo kann man hier raus? Ach, die sind hier überflutet, diese Gefängniszellen. Okay. Dann hauen wir einfach ab. So, wir sind wieder unterwegs. Und ich glaube, dass der Punkt, wo wir jetzt hinkommen, eigentlich der Eingang war zum Unsichtbaren. Als ich jetzt mal einen Blick auf die Karte geworfen habe, ich denke, das ist es. War nur. Ich könnte mich dann mal richtig dran erinnern. Ja, hier waren wir doch im Hafen und sind dann hier runter. Das müsste eigentlich so sein, aber. Ja. Da gibt es auf jeden Fall irgendwie versunkene Ruinen und den einen Elfenschatz.
Kann ich das Spiel denn nicht speichern? Oder waren wir hier schon mal irgendwie? Hier waren wir doch schon mal. Oder? Wo bin ich denn jetzt? Ah, hier ist der Schatz. Mir geht doch bald die Puste aus. Ganz schön viel Zeug. So, dann hätten wir das auch erledigt. Jetzt kann ich mir endlich mal das neue Dorf anschauen. Bin wieder ein bisschen reicher geworden, aber okay. War ja so nicht unbedingt so notwendig. Aber die Geschichte von den professionellen Ausbrechern, naja, hat ja kein gutes Ende. Kein gutes Ende. Kranichinsel. Nennt sich das Gefühl. Oh, jetzt darf ich nirgendwo anstoßen. Komm, gibt's hier keinen Wind? Genau, jetzt nehmen wir einfach mal den Weg und da hinten können wir dann schon dieses Dorf sehen. Kommen wir direkt hier in den Hafen rein. Oh, das sieht auch cool aus, wenn man mal die Kamera so dreht. Vorsicht, ich komme. Das Schiff ist schon ein bisschen beschädigt. Aber stört wohl niemanden. Keiner sagt was. Sag mal, isst ein Hexer den Käse vor oder nach dem Dessert? Ich hab so ein Brennen und Stechen zwischen den Rippen. Den Käse vor oder nach dem Dessert? Was ist das denn für eine Frage hier? Bei Majorans Pfeiflunge, ein echter Hexer! Jupp. Ziemlich echter Hexer. Na gut. An den Sieger des Turniers. Werfen wir mal auf ein Anschlagbrett. Was ist das denn hier? Gesucht, mörderische Wander-Gilde-Mitglieder. Antoine Sterling Stracken, Loth alias Halbblut. Philibert Vierfinger von Wittern. Okay. Das kennen wir schon. Karawaneskorte auch. Die Notiz, jo. Kennen wir auch. Monster von Tufo. Oder? Was ist das jetzt hier? Ah, da ist Isostein. Das ist jetzt neu. Das Monster von Tufo hört sich eigentlich lustig an. Geheimnisvoller Rinderregen. Ach, da war da irgendwas mit einer Kuh. Dann nehmen wir das hier. Trinkgesucht, Spezialist, der das Seltsame und Außergewöhnliche kennt. Die Person muss schnell und zuverlässig sein. Zauberer, Druide oder Hexer bevorzugt. Das Problem ist Vieh, das nachts vom Himmel fällt. Das Problem muss schnellstens gelöst werden. Die Arbeiten am Steinbruch müssen weitergehen, da wir Termine einzuhalten haben. Nähere Informationen beim Vorarbeiter des Ada-Iso-Steinbruchs. Sehr gut. Gute Leute, habt ihr diese Preise gesehen? Ich muss das Wasser des Wahnsinns geholt haben. Wie geht's? Haben Monster Mamas? Ah, wir sollten uns beeilen, Plätze kommen. Mein Mund ist trocken wie Stockfisch. Wir sind ein bisschen reisen hier. Ich hab doch die neue Quest hier. Was geht denn ab? Auftrag Rinderwahn. Okay, Plätze. Ich hab mich geirrt. Wir können ja doch durch das Stadtstädtchen reisen, ne? Lauf, Plätze! Stopp, stopp, stopp! Warum will er denn nicht hier hoch? Langsamer. Okay, das ist ihm dann zu steil. Ich kriege eine kleine
Tofu-Weingut. Ja, da wird natürlich die Tofu-Quest auch passen, aber so Rinderwahnsinn, Rinder oder Kühe, die dann nachts vom Himmel fallen, das hört sich schon ziemlich interessant an. Komm. Oder sieht man mal. Oh, da war ja auch irgendwie auch noch eine Quest. Wahrscheinlich ist es dieses Tofu-Weingut-Quest. Musst du denn drängeln? Nein. Wir sind nur schnell unterwegs. Wir haben hier ein wichtiges Problem. Kühe, die vom Himmel fallen. Das ist wirklich massiv groß, was die hier in Plattenwein da erschaffen haben. Das ist natürlich. Das ist schon auf jeden Fall um einiges größer. Das sollte ja auch doppelt so groß sein wie Hearts of Stone. Aber mir kommt das irgendwie noch viel größer. Und hier sind wir schon. Du kannst hier bleiben, Plötze, und dich ausruhen. Matilda de Vimentino sind die und die, okay. Das kennen wir ja. Die Ankündigung, dafür haben wir ja gesorgt. Ah, der Iso-Steinbruch. Wenn es mal ein Schild gab, ist es schon lange weg. Ich soll den Weg hier nehmen. Okay. Und weiter runter. Tagediebe, Halunken, Brückeberger, Faulpelze. Durst. Gib mir was zu trinken. Hallo. Hallo? Was bauen die denn hier? Was zum dreimal verfluchten Kuckuck ist denn los, Männer? Welche Plage? Das ist nur eine unglückliche Verkettung von Umständen. Zurück an die Arbeit. Wenn wir den Kopf nicht pünktlich liefern, reißt der Investor mir die Eier ab. Sagst du das auch, Emils Witwe? Es war ein Unfall, dass er von einer Kuh erschlagen wurde? Das ist eine ernste Sache, Herr. Da muss ein Fachmann ran. Ein Magier oder so. Was ist denn passiert? Seht mal, das ist doch der Hexer, der neuerdings hier ist. Vielleicht kann der was machen. Einen Exorzismus vielleicht. Wir sollten ihn fragen, was er nimmt. Ich habe den Aushang gelesen. Ihr habt ein Kuhproblem? Ihr fürchtet eine Plage? Ja, ja. Und was das für eine ist. Wir müssen die Götter richtig sauer gemacht haben. In Serikanien hat es Heuschrecken und Froschplagen gegeben. Bei uns hingegen haben sie gleich angefangen, mit Kühen zu werfen. Schluss jetzt. Kein Grund, Panik zu stiften. Komm, Meister Hexer, ich zeige dir, worum es geht. Ja, das ist wirklich eine dumme Sache, von einer Kuh erschlagen zu werden. Eine Schande. Emil war ein guter Arbeiter. Ich habe ihnen gleich gesagt, es gibt eine simple Erklärung. Aber nein, sie schreien und brüllen von Plage und Plagenzulage und Gefahrenzulage und so weiter. Die ruinieren mich, diese Taugenichtse. Ich soll rausfinden, warum eine Kuh vom Himmel gefallen ist? Wirklich? Das auch. Die Sache ist die. Es hat sich keiner getraut, den Kuhkadaver wegzuschaffen. Und jetzt treibt sich irgendein Abschaum im anderen Steinbruch rum. Wir wagen uns nicht hin. Das überrascht mich nicht. Die Kuh, wo ist sie hergekommen? Und was für eine war es? Na, eine ganz normale Gescheckte, nichts Ungewöhnliches dran. Sie verrottet da drüben und stinkt. Und Emil liegt direkt drunter. Nimmst du den Auftrag an und kümmerst dich um die Sache? Jo, machen wir. Was genau macht ihr hier eigentlich? Wir arbeiten an einer Statue des Propheten Majoran. Bildhauerei. Nicht die ganze Statue. Unsere Aufgabe ist der Kopf. Das Projekt lag jahrelang still, aber jetzt setzt ein frommer Investor es fort. Alle Steinbrüche der Gegend machen mit. Und wir wären im Zeitplan, wenn dieser Unfall nicht gewesen wäre. Bitte, Meister, nimmst du dich der Sache an? Gar kein Problem. Das mit der Statue, das kennen wir ja. Wir sind ja schon mal da hingekommen und da war die Statue außer Betrieb oder so ähnlich.
Ich muss mehr über diesen Vorfall wissen. Hat jemand gesehen, was passiert ist? Nein, aber Geräusche gehört. Oster wollte nachsehen, wie Emil vorankommt. Da gab es mit einem Mal einen ohrenbetäubenden Rums und kurz darauf ist irgendwas in einen der Kräne gekracht. Das war bestimmt nicht die Kuh. Vermutlich nicht. Am Morgen wollten wir jedenfalls nachsehen, aber diese Scheusale haben uns ferngehalten. Seitdem steht hier alles still. Meister, bitte zaudere nicht länger. Nimmst du dich der Sache an? Jo, ich verhandle auch nicht mehr. Gut, ich sehe mir die Sache an. Es könnte ein kaputtes Portal sein, aber das glaube ich nicht. Möge Majoran dich mit reichlich Nachwuchs segnen. Ich werde auf deine Rückkehr warten. Kugadaver und den Leichnam des Arbeiters. Potzblitz, wenn wir nicht sofort weitermachen, können wir unseren Zeitplan in der Pfeife rauchen. Kein Problem, dass ich mir mal die Hosen mitnehme. Kann ich gut verkaufen, naja. So, ein Kuhkadaver. Mal gucken, wo müssen wir denn da hin? Verdammter Auftrag. Den hätte ich nie angenommen, wenn ich das geahnt hätte. Mir zittern die Hände. Ich kann nicht mal das Werkzeug halten. Ja, wir kümmern uns drum, ey. Ein Kuhkadaver, der war, vielleicht hat er irgendwelche anderen Monster angelockt, die da drauf stehen. Was ist denn dieser Kuhkadaver jetzt? Okay. Ich denke mal, wir sind... Oh, da sind wir doch schon. Was ist denn hier los? Ghule! Ich komme. Die waren schon dran. Hoffentlich haben sie die Spur versaut. Also manchmal erwischen die einen, ohne dass man wirklich einen Angriff sieht. Das passiert ja sowas von schnell. Okay, Kuhkadaver. Das muss Emil sein. Die Arbeiter haben ihn erwähnt. Armer Kerl. Hat richtig Pech gehabt. Tja, wo soll ich anfangen? Etwas Schweres hat ihn erwischt. Er hat einen Schädelbruch. Frische Fressspuren. Mikrophagen. Die haben ihn aber erst als Leiche erwischt. Bei der Leiche erfahre ich weiter nichts. Starke Gewebetraumata, wie nach einem Sturz aus großer Höhe. Was ist das so tief gefallen, ne? Der Bauch ist aufgeschlitzt. Kaum Blut, sie war schon tot. Das Herz hat nicht mehr geschlagen. Bisswunden. Klein allerdings, offenbar von Nekrophagen. Die haben das Fressen sicher sofort gewittert. Ach, das war bestimmt hier so ein Greif oder so, hm? Tiefe Klauenspuren. Die Breite deutet auf einen Drakoniden hin. Vermutlich ist es ein Wyvern. Aber die Todesursache sind sie nicht. Jetzt habe ich es. Die Kuh ist gestorben, als sie aus großer Höhe auf dem Boden aufschlug. Der Drakonide muss sie fallen gelassen haben. Vermutlich ein junges Exemplar, dem die Kuh zu schwer war. Emil hatte Pech, dass er drunter stand. Und dann ist da noch der Kran. Der Kran wurde beschädigt. Wird langsam dunkel. Okay, hier können wir doch irgendwo jetzt wieder hoch. Oder auch nicht. Wie
kommt man denn hier hoch, ey? Ach, hier ist ja noch so ein Ghoul. Den nehme ich mal mit. Ein bisschen Blut schadet ja nie. Da geht's ja irgendwie auch noch rein. Okay, aber bleiben wir erstmal hier. Wie komme ich denn da jetzt hoch zu dem Kran? Der ist ja hier so kaputt gegangen. Okay. Mal hier an der Seite hoch. Da ist irgendwas. Blut. Das muss ganz schön gekracht haben. Der Drakonide hat die Kuh fallen gelassen, versucht den Flug zu stabilisieren und sich dabei verletzt. Gut. So müsste er einfach zu verfolgen sein. Ein verwundeter Drakonide. Drakonidenblut. Winzige Spuren. Ich bin auf der richtigen Fährte. Okay, der dürfte ja nicht allzu weit sein, oder? Wow, ist ja stockfinster hier, ey. Aber wenn es mal hier dunkel wird... Das war eine ziemlich starke Blutung. Die Wunde muss schwerer gewesen sein, als ich dachte. Es geht hier drüben weiter. Da kann man schon irgendwas hören. Riecht wie vergorene Maischen. Der Drakonide muss eine Brennerei in der Nähe überfallen Oh Mann, hat er mich noch erwischt. Kurzes Päuschen. Das ist die nahe Brennerei. Er ist auf dem Dach der Brennerei gelandet. Hat Lärm und Chaos gemacht und ist weitergezogen. Was steckt denn hier rum? Notizen des Schuhputzers? Also sage ich dazu, Minister Trampley, das ganze Sorgen-Rotal ist überbewertet, diese Weine, und ich fange gar nicht mit dem SS an. Seit sie diesen Wein in Massenproduktion herstellen, sollten sie ihn Etai nennen, da er wirklich bessere Tage gesehen hat. Daraufhin sagt er, du hast recht, ich habe den Côte de Blessure auch immer lieber gemocht. Und ehrlich gesagt, und das bleibt bitte unter uns, ziehe ich ihnen sogar den Sangreal vor. Du weißt, das ist der Wein, der allergnädigsten Herrin und ihrem inneren Kreis vorbehalten ist. Und dann ist es mir, dem einfälligen Dummkopf, einfach herausgerutscht. Ich stimme dir zu, denn nach allem, was mir die Herrin zum Vorkosten gibt, muss ich mir den Wein mit Mund mit Wodka ausspielen, um den widerlichen Geschmack loszuwerden. Ja, du kannst dir sicherlich denken, dass ich betrunken war, richtig? Einfach so drauf losreden. Nun, ich hatte meine Stellung bei Hofe überbewertet. Tremblay musste nur ein Wort ins Ohr der Herzogin flüstern und schon saß ich auf der Straße. Dann ist Benoit wieder zum herzoglichen Vorkoster ernannt worden. Ist das zu fassen? Nach dem Skandal mit den Baronessen Nick und Quillin? Und ich? Tja, was sollte ich tun? Mir blieb keine andere Wahl, als meine eigenen Tränke herzustellen und zu trinken. Das war schon immer meine große Leidenschaft. Schuhputzer, Schnaps, Kräuterschnaps. Okay. Und noch ein paar Kartoffeln. Verdammt,
Eine halbgefressene Leiche mit Brandspuren? Definitiv kein Wyvern. Es muss ein Schleimling sein. Die speien Feuer. Ein Schleimling? Und wo geht's jetzt hier weiter? Folge die Spur. Brandenspur. Hier ist er lang gekommen. Wohl zu müde zum Fliegen. Ich kann doch schon irgendwas tappeln hören. War in schlechter Verfassung. Konnte kaum kriechen. Hier ist ein zweiter Drakonide gelandet. Ein größerer. Er hat auf den kleineren gewartet, dann sind sie zusammen weggeflogen. Sie müssten ja einfach zu verfolgen sein. Der kleinere hat freundlicherweise weitergeblutet. Komm, dann nehmen wir jetzt mal Blitze an den Start. Okay. Oh Mann, jetzt kann ich die Hexersinn irgendwie nicht aktivieren, Scheiße, das buggt irgendwie rum. Ja, dann zu Fuß. Sie sind zusammen weggeflogen. Wohl zum Nest. In der Nähe. Ja, das ist natürlich schade. Ich hoffe plötzlich nicht mehr. Ach, sie direkt hier. Hier endet die Spur. Hier oben war ich schon. Das sollte ich mir vielleicht mal ansehen. Sicher ist sicher. Da sehe ich ja den, da sehe ich ja nicht mal einen Pfad, ey. So dunkel ist das. Und hier oben waren wir schon. Ich kann mich ja überhaupt nicht dran erinnern. Aber vielleicht erkenne ich das, wenn wir oben sind. Komm hoch. Ach ja, jetzt weiß ich, wo wir sind. Hier waren wir schon mal. Wusste ich doch. Schleimlinge haben die Kühe geraubt. Und schon getötet. Vielleicht finde ich jetzt jemanden, der mich bezahlt. Gut, dass ich die Eier abgefackelt habe. Auf zur Belohnung. Lol. Das Kuhrätsel haben wir schon gelöst. Diese Schleimlinge, die zwei, die haben wir schon platt gemacht. Das war, glaube ich... War das die Greifenrüstung? Ich denke. Komm, Plätze. So, hoffen wir mal, dass so spät noch einer wach ist. Ja, die Schleimlinge, die waren aber auf jeden Fall auch eine kleine Herausforderung. Daran kann ich mich ja noch erinnern, ey. Heya! Weil das Rüstungsset, die habe ich mir ziemlich am Anfang geholt. Und da gingen die ab. So, das müsste ja eigentlich... Ja, jetzt sind wir wieder im Art... Dieser Steinbruch. Auch wenn ich hier kaum was erkennen kann, ne? Da ist er. Und? Weißt du jetzt, weshalb die Kuh fliegen konnte? Genau. Ja. Ihr könnt euch wieder an die Arbeit machen. Es war keine Plage der fallenden Kühe. Hab ich doch gleich gesagt. Da fällt mir aber ein Stein vom Herzen. Sag mal, wieso ist die Kuh denn gefallen? Ein junger Schleimling ist über den Steinbruch geflogen und hat sie fallen lassen. Er wollte sie in sein Nest bringen, für seine Mutter und seine Geschwister. Von den Monstern werdet ihr nichts mehr hören. Ich habe das Nest samt Eiern eingeäschert. Das war eine kluge Vorkehrung, aber ich kann dir nur zahlen, was wir vereinbart haben. Mehr habe ich nicht. Hier, nimm dies. Und danke, Meister. Dann ist jetzt alles klar, was? Keine Götter, keine Plage, nur ein Drache. Und der ist auch weg. Wir zahlen Emils Witwe eine Abfindung und das war's. Also, worauf wartet ihr noch? An die Arbeit, zack, zack! Ich glaube, dass immer noch was faul ist.
Was ist mit den Baumeistern, die die Statue zusammensetzen sollten? Vor 3 Tagen sollten sie in Arda Iso sein und kein Zeichen von ihnen. Sie sind auch erschlagen worden, ich weiß es. Oder gefressen. Oder Heuschrecken haben sie erwischt, wie in Sirikanien. Was soll denn dieser Mist jetzt? Der Architekt hat geschrieben, dass sie sich wegen einer Marmorlieferung aus Metina um 1 Woche verspäten. Für den Bart des Propheten. Also haltet jetzt das Maul und fangt an zu arbeiten. Gehen wir ein Stück, Meister. Ich muss zugeben, das war gelogen. Aber ich kann mir nicht noch eine Panik leisten. Die Baumeister sind wirklich verschwunden. Komm später zu mir, dann erzähle ich dir die Einzelheiten. Schon direkt die nächste Quest gekriegt. Neue Quest, große Fußstapfen. Aber es ist schon ziemlich spät. Ich muss erstmal Schluss machen. Ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Folge wieder mit dabei und wir machen große Fußstapfen im Arda Iso Steinbruch. Bis dann.